Servus Leute, willkommen zurück zum Final Fantasy X HD Remaster Let's Play. Ja, im letzten Part habe ich hier ein bisschen beim Tempel Remium gegen Belgmänner gekämpft und Chocobo-Rennen gemacht. Und nun geht es wieder zurück Richtung Mount Gagaset. Dazu muss ich hier erstmal wieder rauslaufen aus der Area. Und hier müsste jetzt eigentlich mein Chocobo auf mich warten. Ja, hier ist er. Also wir sind jetzt wieder auf der stillen Ebene. Mit dem Chocobo geht es jetzt hier hinunter. So. Und jetzt geht's hier weiter entlang. Jetzt muss ich natürlich wieder vom Chocobo absteigen. So. Hier gibt es auch einen Speicherpunkt. So, und ich gehe jetzt aber noch nicht. Okay, ich muss hier drüber gehen. Okay. Ich muss hier rüber gehen. Und hier erwarten uns wieder. Die Quado stellen uns. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Sich uns in den Weg und ja. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive. Ja, die Quado wollen uns jetzt hier mit diesen Machina-Krieger aufhalten. Wie nennt sich der? Golem-Wächter, okay. Golem-Wächter. Und ich habe jetzt noch immer die scheiß Waffen hier, genau. Ich muss erstmal Waffen wechseln. So. Erstmal Hast auf die Gruppe zaubern. Wow, der macht Schaden. Okay. Warum macht er so viel Schaden? Mann, oh Mann. Setzen wir mal Kraftbrecher ein. Mal schauen, ob es funktioniert. Natürlich nicht, weil ich ja ein Boss. So, Kimari wechselt zur Ritterlanze. Mal schauen, ob Radar Shock funktioniert. Nein, funktioniert auch nicht. Schade. Okay. Wird Zeit für Riku. So, ich versuche erstmal alle durchzuwechseln. Ich muss die Waffen erstmal alle wechseln. So, dann setzen wir mal die Spezialattacke von Oren ein. Die macht richtig schönen Schaden, wie ihr gerade gesehen habt. So, mal schauen, ob ein Blindschock funktioniert. Ja, Blindschock funktioniert, sehr schön. Okay, aber die Sprengfaust hat mich trotzdem erwischt. Aber der normale Angriff kriegt mich nicht, sehr schön.
So, wer war noch nicht dran? Ich glaube, Lulu war noch nicht dran. Lulu soll mal Blitzra einsetzen. Und Walker soll gleich nochmal einen Blindschock draufballern. Autsch. Ja, diese Gegner kontert hier alles. Das macht es nicht gerade einfach, wenn der alles mit der Sprengfaust kontert. Vielleicht kann ich Gemach auf ihn einsetzen. Nee, ist er immun. Okay. Puh, das macht Schaden. Okay, ich merke gerade vielleicht ein kleines bisschen, dass ich nicht trainiert habe. Ich hätte vielleicht mehr trainieren sollen. Ich glaube, ich rufe einfach meine Bestie zu Hilfe. Bahamut wird das schon machen. Wir fangen mal an mit Anfeuern. Die Angriffskraft und Verteidigungskraft zu erhöhen. Boah, der macht gegen Bahamut auch so viel Schaden. Mann, oh Mann. Ach, herrje. Dann setzen wir mal Hast auf Bahamut ein. Vielleicht haben wir so eine Chance gegen den. Dann muss ich mich mal heilen. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich mit... Okay. Ich wollte gerade sagen, sehr schön, ich kann jetzt mit Bahamut dreimal angreifen. Aber, ja. Oh, okay. Okay, dieser Boss ist wirklich sehr stark. So, ich beschwöre einfach das nächste Monster. Beschwören wir diesmal Shiva. Autsch. Okay, Shiva ist aber auch schnell Geschichte. Mann, oh Mann, dieser Boss hat's wirklich drauf. Der ist schon ziemlich stark. Ich glaube, ich setze mal Protest auf Luna ein. So, Yuna wird jetzt erstmal supporten. So. Au. Ich setze jetzt mal Reflex auf Lulu ein und Lulu soll jetzt
die Zauber von ihr abprallen lassen. Okay, dachte die Zauber wären dann vielleicht stärker, aber ist glaube ich doch nicht der Fall. Dann erstmal eine Runde anfeuern. Au, der macht ja voll Schaden. Okay, wir brauchen da einen Charakter mit Durchbruch, habe ich gerade gemerkt. Vielleicht hilft ein Panzerbrecher gegen den. Ja, Panzerbrecher funktioniert sehr schön. Okay, Orion ist noch im Hasszustand, wie es ausschaut. Ich werde jetzt erstmal Kimari zur Hilfe rufen. Der soll einen Blindhieb versuchen. Und hier setzen wir am besten wieder Yuna ein. Und Yuna soll einfach unterstützen. Ups. Habe ich den Falschen geheilt. Ach herrje. Da habe ich jede Menge zu tun hier. Am besten mal Protest einsetzen, damit meine Kämpfer nicht so viel Schaden nehmen. Mal schauen, ob Kraftbrecher funktioniert. Nee, Kraftbrecher funktioniert leider nicht. Ja, jetzt kommt wieder die Sprengfaust. Ich habe schon gemerkt, die zieht genau die Hälfte der HP ab. Okay, jetzt wird's mal Zeit für Tidus. Der soll mal Hass zaubern auf Orion. So, Kimari hat seine Ekstase voll. Gibt's erstmal einen Nasshauch, der aber nicht wirklich viel Schaden gemacht hat. Ein Panzerbrecher mit Orion hinterher. Kimari soll mal wieder angreifen. Und Yuna wird jetzt wieder kommen und ein bisschen für Heilung sorgen. So, Orion soll wieder einen Panzerbrecher einsetzen. Ja,
Ja, Kimari versuche ich wieder Blindhieb zu machen. Funktioniert allerdings nicht immer. Scheiße, bald gehen mir die MB aus. Aber er hat nicht mehr viel HP, der Gegner, habe ich gerade gesehen. Ja klar, jetzt zum Schluss setzt er noch Totalabwehr ein. Ach nee. Ah, jetzt kriegt er einen Blindschock von Walker. Ach hey. Weich aus, Kimari. Okay, wird Zeit für Yuna. Okay, ein bisschen HP hat er noch. Ich versuche jetzt mit Yuna Anti-Z zu zaubern. Ha! Seine Totalabwehr ist jetzt flöten gegangen. Okay, das waren die letzten MP von Yuna. Ein Blindschock mit Walker hinterher. Die Sprengfaust trifft allerdings immer, glaube ich. Gibt ihm den Rest, komm schon. Ach, Menno. Ah. Ich hab's doch noch geschafft. Okay. Puh. Der Kampf war ziemlich hart. So, wo ist der Speicherpunkt? Jetzt muss ich erstmal heilen und abspeichern. Mann, oh Mann, dieser Kampf war jetzt schon richtig hart. Ich glaube, ich sollte vielleicht ein bisschen trainieren. This isn't the way in. That way leads down into the valley. Wow, you know your way around, yeah? Huh? Okay, zum Mount Gagaset geht's hier entlang. Ich will aber hier nach unten. Denn dort unten gibt es auch einiges zu entdecken. So, ich wechsle jetzt aber wieder zurück zu den Käfigwaffen. Ich würde nur gerne bei Oren zum Beispiel Durchschlag reinmachen. Okay, das kann ich hier machen. Ich mach bei Oren und bei Kimari Durchschlag rein. So. Jetzt haben sie Durchschlag, so wie es immer war. So. Ja, was gibt's hier zu entdecken? Erstens können wir mal hier entlang gehen. Und hier gibt es natürlich auch Monster, ja. Natürlich. Die machen auch recht viel Schaden, ja. Oh Mann, die halten echt viel aus. Jetzt mal Zeit für die Ekstase-Technik von Kimari.
Immer nicht tot, okay. So, aber jetzt ist der eine mal tot. Und die anderen sind aber ziemlich angeschlagen. Das ist nicht gut. Oh Mann. Ich setze mal Blindhieb ein gegen den. Vielleicht funktioniert's ja. So, Kimari lebt erstmal wieder, dafür ist Oren jetzt tot. Alter Schwede, die machen Schaden. Okay, Bahamut wird das richten. Bahamut macht das für uns. Ha. Okay, ich habe schon gemerkt, ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren. Ich glaube, vor dem nächsten Part werde ich ein bisschen trainieren gehen. So, hier gibt es ein altes Schwert. Aber ich glaube, das alte Schwert können wir jetzt, glaube ich, noch nicht benutzen. Erst später. Sonst gibt es hier nichts zu entdecken, oder? Nee. Okay, hier gibt es Maschinen, das heißt, es ist Zeit für Riku. Ich soll die Maschinen erstmal auseinandernehmen. So, ein Kinderspiel für Riku. So, ich werde jetzt erstmal alle durchwechseln, damit auch alle AP bekommen. So, Walker war glaube ich noch nicht dran. Walker wird jetzt einen Flintshock einsetzen. Flintshock funktioniert nämlich immer. Allerdings nur für eine Runde. Aber es funktioniert. Autsch. So. Geschafft und Monster gefangen. So, jetzt geht's hier erstmal zurück. Und dann gibt's hier... Okay. Ich komme nicht mal zum Ausreden. So, jetzt zerlege ich mal die Maschinen mit Riku. Walker darf jetzt wieder ran mit einem Blindschock. Andere Maschine wird jetzt auch von Riku zerlegt. Und jetzt wechsle ich hier erstmal alle Charaktere durch. Ich glaube, jetzt waren alle dran. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh Mann, der Angriff macht wirklich viel Schaden. Nee. Okay, jetzt ist er aber tot.
Let's go. So, hier gibt's einen Speicherpunkt. Yeah. So, ich speichere hier jetzt erstmal ab. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen trainieren hier an dieser Stelle. Und ja, beim nächsten Part erforschen wir dann diese Höhle hier. Ja. Wie auch immer, Leute. Ich gehe jetzt ein bisschen trainieren. Beim nächsten Part erforschen wir die Höhle. Also dann, macht's gut. Ciao.